What up, mein Name ist Flash und in diesem Video werde ich dir zeigen, wie du innerhalb von kürzester Zeit eine richtig effektive Monsterfarm bauen kannst. Das Ganze dauert wenige Minuten, ihr könnt das in eurer Minecraft Singleplayer-Welt auf dem Server mit euren Freunden oder auch im Minecraft Hardcore direkt nachbauen. Wir werden alles Schritt für Schritt gemeinsam machen, also macht euch gar keine Gedanken, wir werden das alles gemeinsam hinkriegen. Für mehr von solchen Videos oder auch wie man Häuser baut, einfach gerne ein Abo da lassen. Einfach für euch ist das nur ein Klick und für mich eine riesige Unterstützung. Schaut auf meinem zweiten Kanal vorbei, erster Link dazu ist in der Videobeschreibung, denn dort gibt es Tutorials, die es auf diesem Kanal hier gar nicht gibt. Und schreibt mir in die Kommentare, wozu ich als nächstes ein Video machen soll, um euch zu helfen. Und dann würde ich sagen, fangen wir direkt mal mit der Monsterfarm an. Doch vorab habe ich natürlich wie immer euch die Materialien rausgesucht, die ihr benötigt, um diese Monsterfarm genau wie in diesem Video hier nachbauen zu können. Das Ganze ist über den Daumen gepeilt, gerade jetzt auch bei den Cobblestone-Blöcken, weil man selbstständig anpassen kann, wie groß die Farm sein soll, um zu gucken, wie viele Items möchte ich haben. Je größer ihr die Farm baut, desto effektiver ist es. Ihr könnt es aber ganz einfach erweitern, werde ich euch nachher zeigen. Aber das sind so grundlegend die Items, die wir benötigen. Also schaut, dass ihr diese habt. Als allererstes machen wir Folgendes und werden uns erstmal unsere 12 Kisten nehmen und diese einfach mal hier nebeneinander platzieren, und zwar so, dass wir Doppelkisten haben, dafür immer sneaken und nebeneinander platzieren, dass sie zueinander zeigen. Und darauf machen wir noch eine zweite Linie mit 6 weiteren Kisten, so dass wir insgesamt unsere 12 Kisten aufgebraucht haben. Dann nehmen wir unsere Trichter und werden uns an die Seite stellen und diese gesneakt dort gegen platzieren. Einmal gegen die untere Reihe und gegen die obere. Wenn ihr jetzt alles richtig gemacht habt, sollten jetzt die Trichter immer perfekt in diese Kisten zeigen, so dass wirklich jedes Item, was wir aufsammeln, genau in die Kiste kommt. Die obere Reihe werden wir dann nochmal um weitere 6 Stück erweitern, so dass unsere Trichter auch komplett aufgebraucht sind. Und das ist nämlich nachher der Punkt, wo die Items reinfallen, und alle leiten hierhin, gehen in die Kisten, und wenn die voll sind, geht es hier eine Etage weiter nach unten. Anschließend machen wir Folgendes, wir nehmen uns jetzt einen Block unserer Wahl. In meinem Fall ist es Cobblestone, den ich ausgewählt habe, und diesen werde ich jetzt einfach mal um die Trichter drumherum ziehen. So, wenn wir das getan haben, gehen wir einmal an jede Ecke ran und werden noch weitere 2 Blöcke ersetzen, oder erhöhen eher gesagt. Hier würde ich sogar noch einen weiter nach vorne gehen, so bis wir hier ankommen, damit wir hier auch wirklich ein richtiges Quadrat haben. Und dann nehmen wir uns unsere Cobblestone Walls, beziehungsweise irgendwelche Wände, die ihr, oder Mauern, die ihr gewählt habt. Ich habe mich auch hier für Cobblestone entschieden, weil es der einfachste Block ist, den wir zur Verfügung stellen können. Und dann können wir hier das Ganze einmal drum herum ziehen, und dann sind unsere Wände oder unsere Mauern auch weg. Wenn wir das getan haben, nehmen wir uns anschließend einfach mal unsere Stufen und werden diese direkt auf diese Mauern drumherum rauf platzieren. So, und dann gehen wir einfach hin und werden auf diese Blöcke, die wir jetzt ein wenig erhöht haben, auch dort nochmal jeweils eine Stufe rauf platzieren und diese miteinander verbinden, sodass wir hier einen kleinen Zwischenraum von genau einer Stufe haben. Dass man hier so ein bisschen durchgucken kann. Das werden wir hier erstmal herstellen, dass das Ganze jetzt so aussieht. So, was wir jetzt machen werden, auch sehr, sehr einfach. Wir gehen jetzt wieder zu unseren ganz normalen Blöcken hin, also in meinem Fall ganz normal Bruchstein, und werden hier 12 Stück platzieren, und zwar an jeder Seite 3. Dann sieht das Ganze so aus, und jetzt werden wir uns einfach unsere Lagerfeuer nehmen, und zwar die Sohlen Campfires, und werden diese auf die Hopper drauf platzieren, denn so passiert es, dass die Monster sterben werden später, und die Items, die dann draus fallen gelassen werden, gehen direkt in diese Trichter unten rein. Wenn wir das hier jetzt draufgesetzt haben, nehmen wir uns noch einmal Stufen und werden diese hier wieder drauf platzieren, sodass wir insgesamt eine Blockhöhe von 1,5 Blöcken haben. Und diesen Ring, den wir jetzt hier gebaut haben, machen wir noch 7 weitere Male. Das heißt, auch hier gibt es einfach wieder ganz normale Blöcke drauf. Dann haben wir auch hier wieder unsere kleine Lücke. Dann gibt es wieder unsere Stufen drauf. So, dann haben wir unsere zweite Ebene. Und dann machen wir hier die dritte wieder auf, wieder mit ganz normalen Blöcken. Und dann wieder unsere Stufen drauf. Dann haben wir die dritte Ebene auch fertig. Und das Ganze machen wir jetzt noch 5 weitere Male, dass wir insgesamt 8 Ebenen haben. Und fertig. Jetzt sollte das Ganze bei euch so aussehen. Überall derselbe Abstand. Und zwar genau 8 Mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Genauso. Jetzt bauen wir die erste Plattform. Dafür gehen wir mal hier hin und werden hier an der letzten Plattform oder am letzten Ring, den wir hier geschaffen haben, nochmal 2 Blöcke drumherum rauf platzieren. Das heißt, auch hier machen wir diesmal aber einen Kasten. So, dass das Ganze nochmal um 2 Blöcke höher ist. Keine Sorge, die Monster werden von hier noch nicht sterben. Jetzt sieht das Ganze aber so aus. Und jetzt gehen wir einmal in jede Richtung 7 Blöcke weit weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das Ganze machen wir auch hier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jetzt sieht das Ganze so aus. Wir lassen das natürlich nicht nur so, wir werden rechts und links ebenfalls nochmal eine weitere Linie ziehen, sodass wir hier insgesamt einen Weg haben, der genau 3 Blöcke breit ist. Und das machen wir an jeder Seite. Jetzt sollte das Ganze bei euch genau so aussehen. Was wir jetzt machen, ist eigentlich relativ simpel. Wir gehen hier einmal ganz außen ran und gehen an den zweiten Block hier
Man werden immer im Zickzack bauen, sodass wir auch hier auf der Seite am zweiten Block rauskommen. Das Ganze machen wir auch hier, sodass wir eine Raute praktisch erstellen von der Plattform. So sieht das Ganze jetzt aus und den Zwischenplatz kann man natürlich auch wieder komplett ersetzen bzw. auffüllen. Dann sieht das Ganze jetzt erstmal so aus. Anschließend gehen wir hier hin und gehen einfach mal einen Block weiter nach oben und werden hier eine 3x3 Plattform hin platzieren. So. Genau dasselbe machen wir an der Seite ebenfalls und an den anderen beiden Seiten auch noch. Sollte das Ganze jetzt ungefähr so aussehen. Jetzt machen wir Folgendes und werden hier eigentlich nur eine Umrandung ziehen, indem wir auch hier wieder links, rechts immer in Kombination platzieren und die erste Umrandung machen. Das ist ganz wichtig, das heißt, wir starten hier bei diesem Quadrat genau am untersten Punkt und werden jetzt hier dafür sorgen, dass wir hier einen Rand haben. Dann sieht das Ganze jetzt erstmal so aus. Jetzt gehen wir nochmal hier außen an diesem 3x3-Feld hin und werden noch eine weitere Dreierreihe hier machen. Und zwar an jeder einzelnen Seite nochmal drei Blöcke nach oben platzieren. Und dann werden wir auch hier wieder anfangen, unsere Umrandung zu bauen. Und zwar gehen wir einen Block nach innen, zack, einen nach außen, machen den hier wieder weg. Und dann geht es einfach nur weiter mit Links-Rechts-Kombination, bis wir hier an derselben Stelle wieder rauskommen. Hier genau dasselbe, der Block weg und wieder zickzack. Wenn ihr das gemacht haben solltet, sollte die Plattform jetzt so aussehen, dass genau die richtige Anwendung. Anschließend können wir als Stützblöcke anfangen, jetzt hier einmal einen Kreis mit Erde drumherum zu ziehen. Warum, werdet ihr gleich erfahren oder gleich sehen. Den werden wir danach zwar wieder wegmachen, aber der ist jetzt eigentlich essentiell wichtig für die Wasserplatzierung. Und zwar, wenn das Ganze jetzt so aussieht, nehmen wir uns Wasser und werden einfach überall hier Wasser platzieren. Ihr seht, dadurch, dass wir jetzt hier Erde haben, geht es nur in diese Richtung und genauso soll das Ganze auch sein. Und was wir jetzt tun müssen, wir müssen einfach nur auf jeden äußersten Block. Was wir jetzt tun müssen, ist eigentlich sehr simpel. Und zwar müssen wir, ich werde das jetzt einfach nochmal erhöhen um eine Höhe, damit das Ganze auch wirklich drin bleibt, weil sonst ist jetzt hier ein bisschen rausgelaufen. Sollte eigentlich anders laufen, aber ist auch egal. Denn wir werden jetzt einfach immer Wasser an den äußersten Punkt hier platzieren. Immer an den äußersten Punkt. Das Ganze wird sich ganz gut verteilen und wenn das richtig sein sollte, dann sollte das Wasser jetzt perfekt genau so laufen wie bei mir, sodass egal wo das Wasser hier nicht reinläuft und egal wo ihr jetzt hier reinfallen würdet, ihr würdet immer ohne was zu drücken perfekt zum Loch getragen werden. Denn das ist ja auch das Ziel. Ich drücke jetzt gerade gar nichts und werde perfekt hier reingetragen und werde irgendwann hier runterfallen. Genauso sollte das Ganze sein. Was wir jetzt tun werden, ist der Kern der Farm. Und zwar werden wir jetzt anschließend hier einmal genau in die Mitte gehen, das Ganze hier wegmachen und von hier zwei Blöcke nach oben gehen und können das hier wieder wegmachen. Denn wir nehmen uns jetzt einmal einen Dispenser, den wir oben rauf auf diesen Block platzieren werden, sodass das Loch genau nach oben zeigt. Genauso sollte es aussehen. Von dort an nehmen wir uns Blöcke und werden in jede Richtung jeweils wieder 7 Blöcke gehen. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dann sieht das Ganze so aus und dann auch werden wir hier wieder dafür sorgen, dass wir hier mit Links-Rechts-Kombination wieder eine perfekte Raute erschaffen. So sieht das Ganze jetzt aus. Ich werde auch hier natürlich wieder die Lücken komplett füllen. Jetzt sieht das Ganze so aus und jetzt müsst ihr genau aufpassen, was wir jetzt tun werden. Wir werden jetzt Folgendes machen und zwar gehen wir jetzt auf diesen Dispenser rauf, werden hier drei Blöcke platzieren, werden die oberen oder die unteren zwei wegmachen und jetzt einen Observer nach unten gerichtet platzieren, okay? Okay, dafür müssen wir auch wirklich unter diesem Block sein. Der Observer muss nach unten gerichtet sein. So, genau. Jetzt sind die Pfeile nach unten zeigen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und jetzt werden wir direkt auf diesen Observer noch einmal. Jetzt so, wenn wir jetzt hier unten in diesen Dispenser ein Wasser einmal reinplatzieren und dann hier drüber zum Beispiel etwas abbauen, dann werdet ihr sehen, dass sich hier das Wasser ausbreitet, genau bis zu dem Ende und die Mobs hier praktisch runtergeschoben werden von der Plattform in diese Fallen und dann unten ins Loch. Und es wird automatisch wieder weggezogen. Genau über diesen Observer werden wir jetzt einen nach oben gerichteten Dispenser wieder platzieren und dort werden wir wieder einen Wassereimer reinplatzieren und von diesem gehen wir auch wieder genau wie hier unten auch 7 Blöcke in jede Richtung weg. Das ist dann praktisch die zweite Ebene. Ihr könnt so viele Ebenen bauen, wie ihr wollt. Je mehr Ebenen ihr baut, desto effizienter ist die Farm. Ich denke, ich werde in diesem Fall jetzt einfach mal so 5, 6, 7, 8 Ebenen bauen, so circa. Und dann gucken wir mal, wie gut die Farm schon ist. So, ich habe jetzt genau 5 Ebenen gebaut. 1, 2, 3, 4, 5. Was wir jetzt machen werden, ist sehr, sehr kompliziert. Eher anstrengend als kompliziert, aber passt einfach auf. Wir machen einmal genau dasselbe Konstrukt, wie wir es hier auch schon gemacht haben. Erstmal mache ich hier noch ein Wassereimer rein. Dann kommt hier wieder mein guter alter Observer hin. So, der muss natürlich nach unten zeigen. So, tut er genau hier. Dann kommt darauf wieder ein Dispenser. So. Das Ganze löst aus, bla bla. Ist auch egal.
Jetzt nehmen wir unseren Cobblestone und werden einmal auch wieder hier 7-mal in jede Richtung gehen. Also in diese hier und in diese, also nur in 2 von 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Und auf die andere Seite 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So. Jetzt werden wir eine zweite Linie direkt noch nebenan bauen. So. Und was wir jetzt machen werden, ist sehr, sehr wichtig. Wir brauchen natürlich auch Schatten. Dafür müssen wir jeden Einfallswinkel ausschließen von der Sonne. Was also heißt, dass wir uns jetzt unsere guten alten Stufen nehmen. Und zwar fangen wir an, eine riesige Raute einfach zu bauen. Wir fangen hier bei dem Dispenser an. Von dem Dispenser hier gehen wir auf einem Half Slab hier 25 Blöcke nach außen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. So. In der anderen Richtung natürlich, weil wir hier schon einen Block haben, brauchen wir nur 24 gehen. Hier haben wir natürlich schon 7 Blöcke in beide Richtungen. Das heißt, auf beiden Seiten müssen wir hier nur 18 Blöcke gehen, sodass wir in jede Richtung 25 Blöcke weit weg von dem Dispenser sind. Wenn ihr alles richtig gemacht habt, sollte das Ganze jetzt so aussehen. Damit hier keine Monster spawnen, natürlich bleiben wir auch auf der Höhe, nämlich von der Stufe. Und werden hier genau dasselbe machen, was wir mit den Plattformen auch gemacht haben. Und zwar, wenn wir jetzt Links-Rechts-Kombinationen immer so platzieren, dass wir am Ende genau an der anderen Spitze rauskommen. Also genau hier praktisch. Damit wir auch hier eine riesige Raute gebaut haben. Das ist das Ziel hier. Dann kommt das Ganze so zusammen. Und das Ganze machen wir auf jeder Ecke und werden das in der Mitte hier ausfüllen. Und fertig. Wenn ihr damit fertig sein solltet, dann sollte das Ganze jetzt so aussehen. Ist eine Menge Arbeit, aber es lohnt sich definitiv. Und ihr seht, wir haben nicht nur Glow Squids jetzt auch schon da unten, sondern ich habe gar nicht mal Monster eingeschaltet. Aber ihr seht, hier ist das so, dass hier kein Funken Licht reinkommt. Und genau das ist das, was wir haben wollen. Okay, anschließend machen wir jetzt Folgendes, Leute. Achtet bitte darauf, dass der Dispenser leer ist. Ganz, ganz wichtig. Und dann machen wir jetzt Folgendes, und zwar fangen wir hier unten rechts von dem Dispenser an, einen Schalter zu setzen. Darüber kommt dann direkt ein Comparator, der einzige, den wir zur Verfügung haben. Und dann hier links 2-mal Redstone. Den Comparator machen wir einmal mit Rechtsklick an. Und dann ist es Folgendes. Wir nehmen uns Repeater und werden diese so platzieren, dass die immer in diese Richtung gerichtet sind. Das heißt also, die beiden Fackeln müssen immer in die Richtung zeigen. Platzieren wir auf jeden einzelnen Block, den wir jetzt hier erhöht haben, einen hin, bis auf die letzten beiden. Dort geht das Ganze einmal in die andere Richtung, denn hier kommen wieder andere Repeater hin, die diesmal in die Richtung zeigen. Das Ganze geht eiskalt auch über diesen Dispenser rüber. So. Und wenn wir das Ganze jetzt anmachen, sehen wir, dass wir hier eine Kettenreaktion auslösen. Und auch eine Kettenreaktion mit Wasser, wie ihr sehen könnt. Das heißt also, regelmäßig wird das Ganze geleert, egal ob welche spawnen oder nicht. Und somit können unendlich Mobs, egal wie lange ihr AFK seid, immer hier nach unten getragen werden, weil die ganze Zeit Wasser ausgelöst wird. Zack. Und das Ganze könnt ihr so oft machen, wie ihr wollt. Das muss auf jeden Fall die letzte Plattform sein. Hier unter könnt ihr jedoch so viele Plattformen bauen, wie ihr wollt. Ich würde sagen, wir warten jetzt einfach mal so um die 5 Minuten und wir gucken einfach mal, wie viel ich bekommen würde, wenn ich das Ganze auf Hard stelle. Jedoch kann ich euch hier auch wieder empfehlen, dass wir hier einmal einen Block hin platzieren werden. Zum Beispiel aus Cobblestone. Und dann eine Leiter dran. Und von dort an geht es hier oben mit Scaffoldings nach oben. Denn auch hier ist es so, wenn ihr so ungefähr so 70, 80 Blöcke weiter oben seid, desto bessere Spawnraten bekommt ihr. Und das verspreche ich euch hoch und heilig. Woran das liegt, keine Ahnung, ich habe das Spiel nicht programmiert, aber es ist definitiv der Fall. So, oben angekommen, ganz einfach, können wir uns einfach eine Plattform bauen, zum Beispiel, wo wir uns hinstellen können. Und das Ganze einfach nur umringen mit zum Beispiel Glas, wie wir es eben auch haben wollen, ist dabei komplett egal. Ich stelle mich jetzt hier oben einmal hin, schalte einfach mal Hart ein, ich lasse sogar ganz normal Tageslicht an und wir gucken einfach in 5 Minuten, wie viele Sachen ich gesammelt habe. Also ich bin jetzt gerade innerhalb von 2 Minuten kurz mal gucken gegangen und wir sehen, hier spawnt definitiv einiges. Ist das nicht beschleunigt oder sonst was? Das ist das, was hier gerade die ganze Zeit spawnt. Hier außen kann man natürlich das hier wieder wegmachen, wenn ihr wollt. Und eine Sache, die mich fast vergessen hätte, hier unten würde ich euch raten, definitiv Beleuchtung hier zu machen. Ansonsten habt ihr dasselbe Problem wie ich jetzt gerade, dass hier unglaublich viele Monster spawnen. Das wollen wir natürlich nicht. Das heißt, hier würde ich euch empfehlen, einfach ein bisschen Beleuchtung hin zu platzieren, damit hier nichts mehr spawnen kann und ihr hier unten zumindest sicher seid. Ich gucke mir das Ganze jetzt hier an und hier spawnen tatsächlich oft Mobs, die hier einfach nur runterfallen und ich beschleunige überhaupt nichts. Und ich habe nur 5 Ebenen und wir können noch viel, viel mehr bauen, also ist definitiv worth it. Wir gucken mal hier rein. Okay, wir haben hier was, da was, da was, da was. Überall ist was drin, also definitiv eine Farm, die es wert ist.
das war die Farm, Leute. Für mehr von solchen Videos einfach gerne ein Abo da lassen. Ist nur ein Klick für euch und für mich eine riesige Unterstützung. Schaut auf meinem zweiten Kanal vorbei. Erster Link dazu ist in der Videobeschreibung für mehr Tutorials. Mein Name ist Flash und ich wünsche euch noch einen sehr angenehmen Tag.